Hallöchen. So sehen wir uns wieder. Theodora, was verschafft mir die Ehre? Meine Lunge. Das Wetter macht mir gerade etwas zu schaffen. Fühle ich. Ich sollte regelmäßig zur Untersuchung kommen. Ich habe eine künstliche Herzklappe. Fühle ich nicht. Zum Glück nicht. Dazu kommt eine starke Hypoxie. Dein Blut wird also nicht mit genug Sauerstoff versorgt. Genau. Ich komme gut klar, würde mich aber trotzdem freuen, wenn mal jemand sein Ohr dran hält. Klar. Dann will ich doch mal nachhören. Du hast Ohren? Ich meine, irgendwo ja, muss schon, aber wo? Wo hatten die Taube. Wo haben Tauben ihre Ohren? Das ist. Ich meine, müssen sie irgendwie haben, sonst würden sie nichts hören. Aber. Mit der Biologie von Augen. Von Tauben nicht so ganz. Oh je. Oh je. Naja, er stecht jetzt recht. Oh Gott, ein C. Die Lunge ist in Ordnung. Das Herz ebenfalls. Ich wusste nicht, dass man die Herzklappe hören kann. Ja, hehe. Ein super Gag auf langweiligen Partys. Ingrid kann dir unten ein Rezept für deine Medikamente ausstellen. Perfekt, das ging doch schnell. Übrigens, gerade ist es hier ein bisschen wild. Pass auf, wenn du zur Tür raus bist. Ich hab's mitbekommen, ja. Ey, ich hoffe, wir haben jetzt nichts Falsches diagnostiziert. Zumindest bin ich schlecht. Und da kommt mein Lieblingspatient. Hallo Mister, ich weiß alles besser. Was ist das für ein Tumult da draußen? Nur ein wütender Mob, der mit unserer Arbeit nicht zufrieden ist. Was wissen die denn? Die haben ja keine Ahnung, wie schwierig das die tägliche Arbeit hier ist, nicht? Wie geht's Ihnen denn heute? Sagen Sie es mir. Darum sind Sie doch sicher hier. Nun gut. Jetzt gibt's erstmal Tabletten. Das Minispiel. Okay, blau ist eigentlich schon sehr gut. Grün braucht eigentlich ein Plus, also. Nehmen wir mal das hier. Geben Plus. Könnte das so gehen? Nee, rot muss noch. Rot muss. Minus. Das ist grün noch ein bisschen drüber. Naja. C, oh Gott. Ich dachte wenigstens ein B. Ihre Leberwerte verbessern sich. Gut. Ein paar Tage werden sie aber noch bei uns bleiben müssen. Ich bin bisher nicht gestorben. Damit haben sie sich meine Behandlung verdient. Immerhin. Bilden Sie sich nicht zu viel darauf ein. Ich weiß, wie es um dieses Krankenhaus steht. Aber ich muss wohl mit einem Lehrling beginnen müssen. Ich habe meinen Lehrauftrag nicht vergessen. Also los, lernen Sie. Ja. Immer dabei. Man lernt schließlich nie aus. Auch wenn er bestimmt kein Lehrling mehr ist.
habe gerade viel um die Ohren. Lassen Sie mich kurz Ihre Ergebnisse sehen. Naja, durchschnittliches B. Ich kann es sehr gut nachvollziehen, dass Sie gerade viel Druck verspüren. Trotzdem ist Ihre Leistung stabil. Ich sehe also noch Hoffnung. Ich muss gerade einige organisatorische Aufgaben übernehmen. Schönen Feierabend. Passen Sie auf sich auf. Denken Sie, die Demonstration ist noch vor der Tür? Ich denke, Dr. Theobald hat das in die Hand genommen. Machen Sie sich nicht so viele Sorgen für mich. Sowas kann einen belasten. Aber in ein paar Tagen wird Gras um die Sache gewachsen sein. Schlafen Sie sich aus. Sie haben morgen frei. Ein Freitag ist wertvoll. Genießen Sie ihn. Juhu. Ein Freitag. Was wir da wohl machen werden. Vielleicht hat die Freundin, wie heißt sie, Pia, noch einen Plan. Cafeteria zu. Zu schade. Mal schauen, ob ich hinten raus kann. Kann ich nicht. Sehr schade. Ein bisschen Vitamine trinken. Geh mal lieber nicht raus, Kleider. Was? Wieso? Die Demonstration tobt immer noch. Ich habe die Polizei schon gerufen. Man, aber sie können nichts machen. Von wegen. Deine Kollegin ist gerade auch wieder unten gedreht. Hatte Tränen in den Augen. Ich wollte sie trösten, aber sie ist einfach vorbei an mir vorbeigerannt. Meinen Sie mir? Wo ist sie hin? Keine Ahnung, wieder nach oben, denke ich. Und Dr. Theobald? Hat er nicht mit der Gruppe gesprochen? Auch das weiß ich nicht. Gesehen habe ich ihn jedenfalls nicht. Vermutlich hat ihm mal wieder seinen Luxus-Snack-Automat aufgehalten. Ich gehe mal nach ihm sehen. Tu, was du nicht lassen kannst. Gerade geht es da draußen eh nichts. Mach dir einen Kaffee und warte, bis der Lärm sich löst. Meine Meinung. Oh, war ja. War guter Tipp. Hat er doch nicht gesagt, was er gemacht, was er versprochen hat. Oh je. Wollte der nicht klären? Der wird doch klären gehen. Aber wir müssen zu mir, unbedingt. Und das sehr bald. Was mit der Arm passiert ist, möchte ich herausfinden. Sie trösten. Dr. Theobald, sind Sie da? Dr. Theobald, wo ist er hin? Sieht aus, als sei er vor kurzem hier gewesen. Vielleicht gab es einen Notfall. Das Regal sieht unverändert aus. Es ist noch da, wo es vorher war. Hat sich Dr. Theobald von Luft aufgelöst. Vielleicht ist er durch die Dimensionsspalte gefallen. Vielleicht lebt er jetzt in der Welt, in der wir mit Pizza Krebs sein können. Im Schrank ist er nicht. So sieht man sich wieder, finde ich. Hat der Chef gerade Zeit? Ich muss mal mit ihm quatschen. Dr. Theobald ist nicht da, sein Büro ist leer. Was? Seltsam. Ich meine, Theobald lässt die Tür in sein Büro meistens offen. Aber nur, wenn er selbst auch im Büro ist. Hast du ihn heute schon irgendwo gesehen? Nee, deswegen ja.
das Rumgeschrei draußen hat die Situation, hat die Leute auf der Situation, hält die Leute auf der Situation wach, Station wach. Gott, ich kann auch nicht mehr lesen. Ich wollte Dr. Theobald um Hilfe bitten, bevor ich die da draußen eigenhändig verprügeln. Ich hatte heute Morgen mit ihm gesprochen. Da hat er mir versichert, dass er die Situation stichten will. Tja. Das ist ja augenscheinlich nicht passiert, nicht wahr? Die gute Mia kam mir auch gerade entgegen. Sie war ziemlich aufgeregt. Mia, was hatte sie? Kein Schimmer, ich habe ihr noch hinterhergerufen, aber sie hat mich ignoriert. Sie meint nur, dass Herr Arndes wieder da sei. Herr Arndes? Ja, hehe. Du müsstest dich doch an den Knacker erinnern. Wieso ist er wieder da? Du fragst mich Sachen, ey. Der Opa war doch auf unsere Kosten auf Luxuskur. Kaum ist er wieder zu Hause, vergiftet er sich selbst. Hat wohl seinen Gin mit einer Flasche Holzöl verwechselt. Ist er... Nein, jetzt macht er... Mach nicht so ein Drama. Wo ist die hingegangen? Rannt. Nach oben. Der Arndes liegt im vierten. Wenn ich raten müsste, dann ist sie tot. Ich geh mal hin. Er ist da, dann suche ich mal den Chef. Danke, Sandra. Kein Thema. Oh, weia, hier ist ja was los. Und doch nicht Feierabend. Schauen wir mal in die vierte. Haben Sie Mia gesehen? Ja, sie ist gerade an mir vorbeigehuscht. Sie wollte zu einem Patienten. Hallo, Herr Pelikan. Hast du etwas verloren? Nein, also ja, vielleicht. Komische Antwort. Naja, wenn ich etwas finde, lagere ich es ein. Wenn du dich entschieden hast, ob du etwas verloren hast, kannst du ja mal nachfragen. Er sammelt in seinem Schnabel alles. Hallo, junger Sprungling. Dr. Gotera, ist ein Herr Arndes hier auf der Station? Meine Pflicht würde es mir verbieten, solche Informationen einfach so preiszugeben. Aber ich spüre die Spannung in der Luft. Sie umgibt uns, sie umdringt uns, sie durchdringt uns. Sie hält das Universum zusammen. Ja, Herr Willi Arndes ist ein Gast auf der Station. Macht sich gerade auf einen Flurspaziergang. Eine Methode, die ich auch sehr empfehlen kann. Oh je. Herr Arndes, können Sie mir bitte kurz zuhören? Firlefanz, ich muss mir das nicht gefallen lassen. Ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass ich keinen Heidelbeerpudding geklaut habe. Und wieso hatte ich heute beim Abendessen keine saure Gurke? Herr Arndes, bitte, ich brauche Ihre Hilfe. Warum wollen alle meine Hilfe? Ich will nur in Ruhe gelassen werden, verdammt. Wer sind Sie überhaupt? Wer sind überhaupt die ganzen Leute da draußen? Verzieht euch. Ihr bekommt mein Geld nicht. Herr Arndes? Ja. Finny, du bist ja... Was ist hier los? Ich wollte etwas unternehmen. Ich muss etwas unternehmen. Was ist denn hier passiert? Warum sprichst du mit Herrn Arndes? Ich will gerade auf dem Weg nach Hause. Die Leute, sie sind so wütend. Sie haben mich beleidigt und Dinge nach mir geworfen. Ich kann das so nicht mehr. Ich bin doch hier, um Leuten zu helfen. Warum beschimpfen sie mich dafür? Ich verstehe dich, Mia. Als Herr Arndes das letzte Mal hier war, war er kaum ansprechbar. Ich habe gehofft, dass ich ihn zu der Nacht deines Unfalls befragen kann. Vielleicht weiß er was. Das kann sein. Herr Arndes, darf ich Sie etwas fragen? Was ist denn noch? Du.
Okay. Kenne ich dich nicht, Bürschchen? Ja, wir kennen uns. Sie waren schon mal in diesem Krankenhaus im Herbst. Sie hatten damals einen Unfall. Erinnern Sie sich? Ja, ich kenne deine Stimme. Was ist damals passiert? Sag schon. Wir haben sie gesucht. Der defekte Aufzug hat uns beide vermutlich in eine geschlossene Station gefahren. Ich habe sie dort verletzt gefunden. Ach, Sie waren das. Ich wollte nun zurück in mein Zimmer in dieser Nacht. Ich weiß nicht, wie ich dorthin gekommen bin. Woran erinnern Sie sich denn? Nicht an viel. Ich bin nicht mehr der Jüngste. Ich habe mein Zimmer gesucht. Der Flur war komplett dunkel. Eine Lampe hat gebrannt. Dort stand ein Bett mit Ordnern und Papierkrams. Und dann? Dann habe ich deine Stimme gehört. Nicht die angenehmste Art, geweckt zu werden. Von Kopfschmerzen ganz zu schweigen. Mehr können Sie sich nicht erinnern? Nein, danach lag ich wieder in diesem verdammten Krankenhaus. Meine Zeit in der Kur hat sich aber gelohnt. Hehe. So eine schmackhafte Rübenlasagne hatte ich als Kind das letzte Mal. Okay, danke, Herr Arndes, das hilft uns. Was hat das zu bedeuten? Eine Menge. Erinnert sich an den Schreibtisch mir. Dieses Bett, das ich im fünften Stock gesehen habe, mit den Dokumenten. Karl meinte, dort sei nichts gewesen. Herr Arndes hat es auch gesehen. Ganz genau. Und jetzt? Wir sollten Karl Bescheid geben. Vielleicht kann er etwas mit dieser Info anfangen. Hey Karl, was tust du gerade? Sag mal, hast du eine Kamera in meiner Wohnung versteckt? Ich wollte mich auch gerade bei dir melden. Die Sache hier gerät allmählich außer Kontrolle. Mia und ich würden etwas unternehmen. Witziger Zufall, ich habe an genau dasselbe gedacht. Komm vorbei, ich habe schon eine Idee. Warst du eigentlich schon mal bei mir? Nein. Ich wohne in der Einkaufsstraße, neben der Bäckerei. Alles klar, wir machen uns auf den Weg. Ich hoffe, wir kommen durch die wütende Menge durch. Müssen wir uns irgendwie einen Ausweg suchen. Erstmal einen Aufzug suchen, dann einen Ausweg. Das wird ein langer Abend. Zum Glück habe ich gerade eine Frischkanne aufgesetzt. Naja, versuchen wir es mal. Und wollen wir gleich ab in diese Richtung. Vermeiden wir weitere Konfrontationen. Gehen wir einfach durch den Park. Hier ist es schön ruhig. Man weiß, wo der Hintereingang ist. Hat das seine Vorteile. Und nun? Ich dachte, hier geht's lang. Nicht? Hier konnten wir doch schon früher lang, oder nicht? Wir sollen hier. Das Spiel will nicht, dass wir hier lang gehen. Das wäre ein guter Ausweg, aber ich habe es befürchtet, wir müssen da vorne lang.
Müsste das sein? Wir sollten vielleicht lieber hinten rumgehen. Ja, gute Idee. Was du nicht sagst. Als ob das jetzt geht. Dann versuchen wir es nochmal hinten rum. Könnte man wahrscheinlich eben auch schon wieder, aber ich war zu blöd. Hallo Statue. Hallo Finley. Die Theaterprobe hat Spaß gemacht. Ja, ich bin froh, dass es mal ausprobiert zu haben. Ich bin immer gerne wandern gegangen. Ich mag die Berge, grüne Wiesen und die klare Luft. Ah ja. Vielleicht kommen wir hier ruhiger durch. Was ist mit dem hier? Kommst du mit? Aha. Hell beleuchtet hier. Ihr seid wirklich jeden Tag hier, oder? Was macht ihr hier denn den ganzen Tag so? Nichts eigentlich. Christo sagt, dass wir uns zum Skaten treffen. Ich sitze da aber die ganze Zeit nur rum. Viele denken, dass Skaten genau so funktioniert. Hihihi. Die Schule sieht immer ziemlich leer aus. Es gibt nicht so viele Kinder in Porcupine. Die meisten Leute hier sind schon älter. Und darum gibt es hier auch wenig für uns zu tun. Und Skaten finde ich irgendwie langweilig. Was würdest du denn gerne machen? Gute Frage. Ich mag Geschichten. Ich habe immer schon gerne geschrieben. Und ich will gerne mal eine Geschichte ausdenken. Vielleicht einen Comic oder so. Ich sammle Comics, aber Christo kann nicht viel damit anfangen. Hast du schon eine Idee? Ja klar, hihi. Willst du mir deine Comic-Idee erzählen? Nein, sie ist wirklich mies. Komm schon, ich würde sie gerne hören. Sie ist noch überhaupt nicht fertig. Kann ich dir vielleicht helfen? Als Kind habe ich mir auch oft Geschichten ausgedacht. Wirklich? Dann sind sie sowas wie ein Autor? Könnte man sagen. Auch wenn ich mich bisher vor meiner Doktorarbeit gedrückt habe. Wow. Okay, also würden sie meine Idee wirklich hören? Ja, leg schon los. Na gut, also die Geschichte spielt auf einem fernen Planeten und handelt von einer mutigen, starken, super coolen Heldin. Die kann Dinge und ist einfach super cool. Ja. Was für Dinge? So, das war's. Ja, ich hab doch gesagt, ich bin noch nicht fertig. Was meinen Sie, gefällt Ihnen die Geschichte? Das ist gar nicht so schlecht für den Anfang. Echt, finden Sie? Ja, auf jeden Fall. Wollen wir vielleicht ein bisschen zusammen auf der Geschichte rumdenken? Ja, klar. Tipptopp, als erstes brauchen wir einen Namen für den Planeten. Die Geschichte beginnt auf einem fernen Planeten mit dem Namen Magitopia.
von Usus. Ja, das ist viel cooler. Ey, sie sind ja echt voll der Auto. Hehe. Als nächstes braucht die Helden einen Namen. Hast du eine Idee? Wäre es mit Magatha. Sie ist stark und groß und mutig und hat viele Freunde. Das geht bestimmt besser, das ist nur eine Idee. Lass mich nachdenken. Ich hab's neuer. Schön schlau, mysteriös. Na gut, nee, sind drei. Mann, oh Mann, das ist ganz schön schwierig. Wär's mit Palmyra? Das ist die einzig wahre Heldin. Klingt da baltisch, litauisch. Palmyra ist gut. Ja, das wird super. Palmyra. Die Ritterin von Usus. Es fühlt sich schon so real an. Aber Obacke, Autorin sein ist echt anstrengend. Wollen wir es erstmal hierbei lassen? Ja, ich brauche eine kreative Schaffenspause. Ich schlafe mal über das Ganze und überlege mir die Geschichte. Kommen Sie öfter hier vorbei. Das Brainstorming hat Spaß gemacht. Sie können meine Co-Autor werden. Ja, sehr gerne. Ich komme, sobald ich kann, wieder vorbei. Stark. Und bis zur zweiten Runde. Das wird der beste Comic der Welt. Da bin ich mir sicher. Ich habe Maggie heute auf dem Schulhof getroffen. Und wir haben spontan angefangen, über eine Geschichte für den Comic nachzudenken. Sie muss unsere Ideen erstmal sacken lassen. Ich sollte sie an einem anderen Tag nochmal besuchen. Ich glaube, hier gibt es nichts mehr zu sehen. Sollten wir mal weiter. Karl wird uns treffen. Mal die Tischtennisplatte. Das war doch toll. Ja, mal durchs Reichen für die reichen Willen. Und Privatgrundstücke. Laden hat noch offen. Wir brauchen wahrscheinlich nichts. Schau mal, die Zeitung schreibt etwas über das St. Ursula. Das Leben in einem ungesunden Gesundheitssystem. Wir haben interessante Gespräche geführt und exklusive Einblicke erhalten. Lesen Sie die vollständige Reportage auf den Seiten in der morgigen Ausgabe. Okay, den Blumenladen können wir nicht rein. Niedlich. Flecken. Der Fleck sieht dir ein wenig ähnlich, finde ich. Ja, hehe. Witziger Zufall, nicht? Na Mann, sowas gibt's ja gerade nicht. Vielleicht hat Peter dich ja als Inspiration für dieses Kunstwerk genommen. Haha. Das hat sie wohl. Ein bisschen hopsen.
Ah, das ist Karls Wohnung. Hallo? Hey Karl, wie sind's? Habt ihr das Passwort? Passwort? Du hast jetzt kein Passwort gegeben. Stimmt. Das habe ich dann wohl verrappelt. Lässt uns mal mit rein. Es ist ganz schön kalt hier. Nicht ohne Passwort. Moment, ich muss mir mal eben eins überlegen. Okay, ich habe eins. Das Passwort ist Mango. Bald es für euch und gebt es nicht weiter. Spitze, lässt du uns jetzt rein? Er ist das Passwort. Mango? Ah, ja, das ist sehr gut, sehr gut. Warum steht ihr hier euch denn die Beine in den Bauch? Kommt rein, es ist doch viel zu kalt draußen.